36 Soldaten wurden getötet und 123 verwundet, als amerikanische Truppen und Angehörige der nordvietnamesischen Streitkräfte in der Nähe der Grenze aufeinander stießen. Ist denn das zu fassen? Die wollen 1,19 für einen Pfund Speck. Letzte Woche waren es noch 99 Cent. Und da ist kaum mageres Fleisch dran. Norma, wo sind meine braunen Socken? Die sind im Trockner. Wayne, was hältst du davon, wenn du dir etwas Toast nimmst, anstatt die Marmelade so zu essen? Kevin, ist dein Ei? Mann, das Eigelb ist flüssig. Ich krieg Eier nicht runter, wenn das Eigelb flüssig ist. 1969 hatten wir den Vietnamkrieg zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendbrot. Es war wohl unvermeidlich, dass man irgendwann nicht mehr hinhörte. In den letzten 24 Stunden von einem endlos scheinenden Strom von Flüchtlingen überschwemmt. Zehntausende von Familien irren ziellos durch die Straßen. Da es inzwischen Engpässe bei Lebensmitteln, Unterkünften, die medizinische Versorgung gibt, wächst die Angst. Man musste einfach aufhören, darüber nachzudenken. Beteiligt euch an der Regierung. Denkt daran, Leute, es geht um eure Schülervertretung. Ihr habt sie gehört, die Durchsage von Mr. De Perna. Wir brauchen also jetzt ein paar Vorschläge für die Klassensprecherwahl. Die Klassensprecherwahlen. Schulischer Höhepunkt. Etwa genauso attraktiv wie der erste Tag nach den Sommerferien. In Ordnung, Kinder. Wer möchte denn gern Klassensprecher werden? Irgendwelche Freiwilligen? Es gibt doch sicher irgendjemanden in diesem Raum, der genügend Respekt vor der Demokratie hat, um sich freiwillig als unser Repräsentant für die Schülervertretung zur Verfügung zu stellen. Kevin! Darf ich mal auf die Toilette? Wird bei euch auch gerade gewählt? Ja, ziemlich lahme Aktion. Wir haben nicht mal Freiwillige. Wir auch nicht. Ist cool, Präsident zu werden, aber Klassensprecher ist was für Flaschen. Ja. So sieht's aus. Es gab eine Stimme für Captain Kirk. Sehr witzig. Dann gab es 4 Stimmen für Ringo Starr. Und die Mehrheit von 26 Stimmen entfiel auf unseren künftigen Klassensprecher. Wie ist denn die Flasche? Kevin Arnold. Nun ja, einige Männer trachten nach Größe und anderen wird sie hinterrücks aufgedrängt, während sie auf der Toilette sind. Paul! Kevin, was machst du denn hier? Die haben mich zum Klassensprecher gewählt. Kannst du dir sowas vorstellen? Ja, mich auch. Wie bist du denn da reingeraten? Ich weiß nicht genau. Ich habe gerade draußen meinen Bleistift angespitzt. Ich bin gar nicht gefragt worden. Nach einer halben Stunde in der Sitzung hatte ich die wahre Natur von Schülerversammlungen durchschaut. Im Grunde war es organisiertes Gejammer. Warum haben wir in unserem Eisautomaten nur Eiscreme-Sandwiches? In der Madison School können Sie zwischen 3 Sachen wählen. Wir sollten Eis am Stiel einführen. Ja, und Tüteneis. Eistüten sind Okay. Es wurde beantragt, auch Eis am Stiel im Eisautomaten anzubieten. Ja. Ja. Aber wenn es um Themen ging, die wirklich wichtig waren, wurden Parteigrenzen überschritten und alle zogen am selben Strang. Ich wäre vor einer Musicbox in der Cafeteria. Ja! Ja. Ruhe! Schon besser. Gut, wird der Antrag unterstützt? Ja! Ganz offensichtlich sind alle dafür. Wenn es keine weiteren Anträge mehr gibt, können wir ja... Ja, Marc, was ist denn? Ja, ich beantrage, dass wir zu Ehren des nationalen Moratoriums nächsten Freitag an unserer Schule einen Marsch organisieren. Wir protestieren damit gegen die unmoralische, imperialistische, kolonialistische Unterdrückung und Bevormundung der Volksrepublik Vietnam durch die bei uns herrschenden Kriecher in der faschistischen US-Regierung. Wird der Antrag unterstützt? Tut mir leid, Marc, dann... Wenn wir gegen diesen Krieg Stellung beziehen können, dann so! Im ganzen Land werden überall Märsche organisiert. Und es findet während des Unterrichts statt. Ja! Ruhe! Hey, warte! Warte mal einen Augenblick, Ruhe! Gut. Ich weiß nicht genau, ob die Schülervertretung überhaupt berechtigt ist, über sowas zu entscheiden. Mr. Tyler? Mr. Tyler. Er war der Vertrauenslehrer für die Schülervertretung. Aber darüber hinaus war er unser cooler Lehrer. Man kennt den Typ. Er fährt Motorrad, bei schönem Wetter gibt er seinen Unterricht im Freien. Es mangelt ihm an Respekt vor der Obrigkeit. Alle warteten darauf, was Mr. Tyler sagen würde. Wie Mr. De Perna schon gesagt hat, das hier ist eure Schülervertretung. Sind alle dafür? Ja! Okay, vergesst
beschlossen, sich euch in die Arbeitsgruppen einzutragen. Wir vertagen die Sitzung. War von sowas schon mal die Rede? Jetzt hab dich nicht so. Es gibt Gemeinschaftsgeist, Soziales, Eiscreme, Musicbox oder Schulstreik. Was machen wir? Musicbox? Nein, da steht ja eine Riesenschlange bei Musicbox. Weißt du eigentlich, wer ich für Soziales habe? Nancy Conny hat den Vorsitz und Mrs. Gambino ist die Vertrauenslehrerin. Die kann ich beide nicht ausstehen. Also vielleicht ist ja Eiscreme das Beste. Oh, in welcher Gruppe ist denn Mr. Tyler Vertrauenslehrer? Ich weiß nicht genau. Scheint in der Schulstreikgruppe zu sein. Gehen wir zu Schulstreik. Nimm dir eine Karte. Irgendeine. Gut, jetzt guck sie dir an. Sag mir aber nicht, welches ist. Leg sie zurück. Hallo, wie ist dein Name? Kevin. Kevin, teil die Karten. Gut. Ist das deine Karte? Nein. Nein? Oh, einen Augenblick, Herrschaft. Ist sie das? Nein. Oh. Naja. Ist sie das? Wie geht denn das? My smile is my makeup, I wear since my breakup with you. Wir machten noch ungefähr 20 Minuten lang Kartentricks, dann gingen wir zu Stadtpoker über. Ich konnte es gar nicht fassen. So einen Lehrer hatte ich bisher noch nie kennengelernt. Mr. Tyler war so cool. Man konnte richtig spüren, wie man in seiner Gegenwart selbst cooler wurde. The tracks of my tears. Okay, Paul, du teilst aus. Mr. Tyler? Mhm. Wann reden wir eigentlich über unseren Friedensmarsch? Mark Hooper war Experte darin, alles zu versauen. Von mir aus können wir gleich anfangen. Hey, das ist nicht meine Sitzung. Oh, ja gut, also dann sollten wir jetzt langsam über den Friedensmarsch reden. Wir brauchen eine Strategie. Einverstanden. Gut, also, was machen wir zuerst? Naja, vielleicht solltet ihr erst mal überlegen, wie ihr es schaffen wollt, 800 Schüler gleichzeitig auf die Beine zu bekommen. Ja, richtig. Wie wollen wir das anstellen? Um das zu klären, haben wir ja all diese brillanten Gehirne hier. Was meinst du, Rusty? Viel Glück. Rusty Broadman war zwar nicht blöd, es war nur so, dass er in einer Art lila Nebel durchs Leben schwebte. Naja. Wir könnten doch... Naja, wir könnten einfach... Naja, ihr wisst schon. Ich meine, ihr wisst schon. Naja. Nachdenken, Rusty, denken. Denken. Okay, wartet. Okay, also, okay, das ist es. Wir teilen uns in mehrere Gruppen. Weiter so, Rusty, du schaffst es nicht, aufhören. Dann gehen wir an alle Türen klopfen und sagen den Leuten, es geht los. Ja, das ist es. Und jetzt entspann dich, Rusty. Er braucht jetzt ganz dringend Nahrung. Wirfst du mal die Orange rüber? Gut, hier, isst das, damit du wieder zu Kräften kommst. Okay, gut, also, so gegen 9 Uhr gehen wir überall anklopfen und mobilisieren die ganze Schule. Und dann ziehen wir raus auf den Fußballplatz. Und was dann? Wie, was dann? Ich möchte eins wissen, was bringt dieser Schulstreik? Meint ihr, der Krieg hört auf, nur weil ihr draußen auf dem Fußballfeld rumsteht? Wer wird davon Notiz nehmen? Kevin? Ich weiß es auch nicht. Es sei denn, wir schaffen es, ins Fernsehen zu kommen. Oder in die Zeitung. Ja, genau, das ist gut. Wir benutzen die Medien. Wir könnten einen Brief schicken an Kanal 5. Wir schreiben, sie sollen vorbeikommen. Wir bringen andere Schulen dazu, das Gleiche zu tun. Die Madison und die Whitman. Ja, das wird eine unheimlich große Sache. Ein Kinder von allen Schulen. Mr. Tyler, könnte ich Sie mal kurz sprechen? Mr. Tyler, was die Veranstaltung ist, muss man aufhören. Das würde ich Ihnen schon einmal ganz selbst gesagt haben. Okay. Mr. DePerner möchte euch gerne etwas sagen. Dankeschön, Mr. Tyler. Tut mir leid, aber die Kennedy Junior High School kann auf keinen Fall dulden, dass eine Schülerarbeitsgruppe die Jugendlichen dazu anhält, die Schulvorschriften zu verletzen. Jeder Schüler, der während der Unterrichtszeit an einem Protestmarsch teilnimmt, muss mit einer sofortigen Suspendierung von der Schule und einem bleibenden Eintrag in der Akte rechnen. Habe ich mich klar ausgedrückt? Einem bleibenden Eintrag. Na
Nach dem anfänglichen Schock auf Mr. Deepurners Vortrag taten wir, was jeder Teenager tut, wenn man seine tiefsten Überzeugungen herausfordert. Wir jammerten. Und machen wir es trotzdem? Was meint ihr denn? Keine Ahnung. Von der Schule fliegen möchte ich ja nun auch nicht. Ich finde, das hört sich nicht dumm an. Wir müssen dagegen kämpfen. Warum? Weil wir gegen den Krieg protestieren sollten. Ist es euch wirklich ernst damit, Leute? Ja, natürlich. Sag mir, wieso wollt ihr das überhaupt tun? Weil es ein imperialistischer Akt ist und wir... Mr. Tyler? Oh, tut mir leid, Mark. Merkwürdig. Wenn ich das Wort imperialistisch höre, falle ich ins Koma. Kannst du das nicht auch mit deinen eigenen Worten sagen? Was ist mit dir, Kevin? Warum willst du gegen den Krieg demonstrieren? Ich weiß nicht genau. Du machst es also nur, weil die anderen es auch machen. Nein! Es kann dir ja nicht so ernst sein, wenn du nicht mal weißt, warum du es machst. Mr. Tyler hatte recht. Ich kam mir vor wie ein Idiot. Was wusste ich denn eigentlich über den Vietnamkrieg? Schrieb man Vietnam überhaupt in einem Wort oder in zwei? Hältst du vielleicht alle Kriege für Unrecht? Ja. Dann gibt's nichts, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Nein, ich meine... Bist du dann sicher, dass wir helfen sollten, diesen Krieg zu beenden? Wissen Sie, naja, eine Menge Menschen werden getötet. Naja, kleine Kinder und ihre ganzen Familien, das sind so viele. Und die Männer von hier, die da kämpfen sollen, die wollen das oft überhaupt nicht. Wenn sie es nicht tun, werden sie eingesperrt. Sie können gar nicht anders... Ja, das stimmt. Das ist doch irgendwie komisch. Niemand weiß, warum er überhaupt darüber geschickt wird. Krieg ist doch völlig sinnlos. Während wir darüber diskutierten, wurde uns nach und nach klar, dass wir vielleicht mehr wussten, als wir gedacht hatten. Okay, wir hätten Ho Chi Minh wahrscheinlich nicht von Popeye unterscheiden können. Aber wir wussten, dass vielen Menschen Leid zugefügt wurde. Und wir wussten, dass es im Grunde niemandem nützte. Ich denke, es ist falsch. Das ist alles. Okay. Also, was wollt ihr tun? Wir brauchen eine Strategie. Wie ist unsere Strategie? Hört mal her. Es ist zwar ein Geheimtipp, aber aus zuverlässiger Quelle weiß ich, dass Paul Pfeiffer ein ganz fantastischer politischer Stratege ist. Ach ja, wirklich? Paul, hier bist du unter Freunden. Lass die Maske endlich fallen. Zeig ihnen, wie dieser Verstand funktioniert. Okay, ich hätte da eine Lösung. Ich schlage vor, wir sammeln jede Menge Unterschriften. Eine Unterschriftensammlung? Ja. Denkt ihr nicht auch, wenn wir genügend zusammenkriegen sollten, muss die Pörner wohl oder übel auf uns eingehen? Okay, war vielleicht eine dumme Idee. Sie ist brillant. Was glaubst du, was es bedeutet? Kevin, guck mal! Sieh dir das an! Ich hab nicht nur eine Seite! Wahnsinn! Auch nicht zwei! Wirklich sehr beeindruckend. Das sind über 400 Unterschriften. Das habe ich gesehen. Ich freue mich, dass ihr sie mir gezeigt habt. So, jetzt möchte ich euch mal etwas zeigen. Paragraph 1739 Absatz 5 des Schulgesetzes für unseren Bundesstaat. Kevin, würdest du uns das vorlesen? Die Schüler haben an allen Unterrichtsveranstaltungen teilzunehmen. Es sei denn, die Schulleitung erteilt ihnen eine ausdrückliche Befreiung vom Unterricht. Das, meine Damen und Herren, ist das Gesetz unseres Landes. Entweder wir halten uns daran oder wir nehmen die Konsequenzen auf uns. Nun, falls ihr vorhaben solltet, an euren Vertreter im Parlament zu schreiben und zu versuchen, das Gesetz abzuändern, viel Glück. Aber solange es so in den Gesetzbüchern steht und ich oder irgendein anderer Lehrer euch das erlauben würden, würden wir Schulschwänzerei unterstützen. Und ein Pädagoge kann so etwas nicht gutheißen. Oder sehe ich das falsch? Ich weiß, ihr seid enttäuscht, aber ich glaube, das ist eine lehrreiche Erfahrung. Bist du klüger geworden? Ja, ich weiß jetzt, dass du ein noch größerer Vollidiot bist, als ich dachte. Ich denke schon. Das ist auch der Grund, warum man zur Schule geht. Denkt dran, für die, die meinen, sich über das Gesetz hinwegsetzen zu können, heißt es sofortige Suspendierung und sie kriegen einen bleibenden Eintrag in die Akte. Einen bleibenden Eintrag. Ach, und Mr. Tyler, könnte ich Sie mal kurz sprechen? Naja, das war ein kleiner Rückschlag.
Aber langsam gewöhnten wir uns daran, mit Autoritätspersonen im Clinch zu liegen. Und wir benahmen uns wie Erwachsene. Das ist nicht fair. Wir jammerten. Das nicht gefallen lassen. Was ist denn mit unserem Rechten? Was ist mit der Petition? Wir haben Unterschriften von 400 Leuten. Wozu wählt man eigentlich eine Schülervertretung, wenn die hinterher sowieso nichts zu sagen hat? Genau. Wer ist er denn? Der König? Wir leben in einem freien Land. Er kann uns nicht aufhalten, oder, Mr. Tyler? Der bearbeitete ja sein altes Kinn. Ich hatte Angst, er reibt es sich gleich ab. Nein, er kann euch nicht aufhalten. Ihr könnt alles tun, was ihr wollt. Aber ihr solltet über alle eure Schritte genau nachdenken. Sie haben möglicherweise ernste Konsequenzen. Wollen Sie sagen, wir sollen es nicht tun? Wollte er das? Hatte die Pörner ihn soweit? Nein, das habe ich nicht gesagt. Eigentlich ist es ein Glück, dass ihr auf Widerstand stoßt. Auch das müsst ihr kennenlernen, so ist das Leben. Es ist keine Kunst, sich für eine Sache stark zu machen, wenn man dabei nichts riskiert. Es ist leicht, einem Armen einen Vierteldollar zu geben, wenn man einen Dollar für sich behält. Und es ist leicht, Stellung gegen den Krieg zu beziehen, solange niemand von einem verlangt, ein echtes Opfer zu bringen. Etwas opfern. Dazu sind nicht alle von uns bereit. Ja, manchmal ist der Preis dafür, nach unseren Überzeugungen zu handeln, zu hoch. Also, was sollen wir nun tun? Das kann ich euch nicht sagen. Diese Entscheidung muss jeder von euch für sich selbst treffen. Sofortige Suspendierung von der Schule und ihr kriegt einen bleibenden Eintrag in eure Akte. Hab ich mich klar ausgedrückt? Einen bleibenden Eintrag. Besatzung des ersten bemannten Raumfluges zum Mars, angeführt von Commander Kevin Arnold. Moment mal, hier ist eine Meldung. Wir erfahren soeben, dass Kevin Arnold während der Unterrichtszeit die Klasse verlassen hat, als er in der 7. Klasse war. Ich fasse es nicht, Kim. Die Mission wird abgeblasen. Ich weiß nicht mehr, wann ich die endgültige Entscheidung traf. Ich glaube, ich wusste nicht mal, was ich tun sollte, bis ich dabei war, es zu tun. Wir wollten direkt zu Mr. Tyler gehen und ihm zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt waren. Ich konnte es kaum erwarten, seinen Gesichtsausdruck zu sehen, wenn er von unserer Entscheidung hören würde. Er würde so stolz aussehen, so glücklich, so wie diese Frau. Wo ist Mr. Tyler? Liegt mit einer Grippe zu Hause. Was? Es hat sich angehört, als ob wir sehr schwer erkältet wären. Was? Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. War Mr. Tyler ein Feigling? Da glaubt man an jemanden und dann stellt sich heraus, dass alles nur gelogen war. Ich hatte ein Gefühl in der Magengrube, das mir völlig neu war. Ich musste eine Entscheidung treffen. Alle beobachteten mich und flüsterten über den Friedensmarsch. Was sollte ich tun? Würde ich den Friedensmarsch anführen? Oder würde ich auch kneifen? Dann entschied ich mich. Ich würde einfach aufstehen, zur Tür rausgehen, durch den Flur, auf die Toilette. Und ich würde mich übergeben. Der Friedensmarsch hatte sich erledigt. Nichts vom Friedensmarsch gehört? Und so setzte ich den großen Kennedy Junior High School Friedensmarsch von 1969 in Gang.
Wie gesagt, einige Männer trachten nach Größe und anderen wird sie hinterrücks aufgedrängt, während sie auf der Toilette sind. Sicher, ob wir damals wirklich etwas verändert haben. Der Krieg wäre wahrscheinlich genauso gelaufen, wenn wir in unseren Klassenzimmern geblieben wären. Obwohl, eins wäre schon anders. Wir hätten heute nicht mehr die Erinnerung an diesen Tag. An 800 Kinder, die auf einem Fußballplatz stehen und singen. Und wir hätten keinen bleibenden Eintrag in unseren Akten.